Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld Season 2. Ich entschuldige mich dafür, dass es ein paar Tage keine neuen Folgen gab. Ist manchmal ein bisschen schwierig, mein restliches Leben mit den laufenden Let's Play Serien so zu organisieren, dass die Serien sich immer gut fortsetzen. Normal versuche ich ja, dass alle zwei Tage eine neue Folge rauskommt. Ich wollte euch eh mal fragen, ist das eine gute Geschwindigkeit? Findet ihr es zu langsam? Hättet ihr lieber, dass ich mich auf vielleicht nur eine oder zwei Let's Plays konzentriere und dafür deutlich mehr Folgen rausbringe? Oder ist das eine gute Geschwindigkeit? Für mich ist halt auch wichtig, dass es mir Spaß macht. Wenn ich die ganze Zeit nur ein Spiel spielen würde, würde ich mich langweilen. Naja. Aber hier ist es gerade absolut nicht langweilig, denn ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll mit diesem giftigen Niederschlag, den wir am Ende der letzten Folge bekommen haben. Ich habe geschwind im Internet recherchiert. Es ist wohl ein ziemlich bescheidener Event. Sprich, man kann nicht so wirklich viel tun, außer die Leute überdacht zu halten. Das geht aber vom Aufbau unserer Kolonie gar nicht. Deshalb wäre die Überlegung, ob ich Dächer baue. Ich denke, das probiere ich jetzt einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Dach erstellen. Über den Wegen vielleicht. Dann wären immerhin... Ich meine, wo sind die hauptsächlich unterwegs? In ihren... Hier bei der Küche und so. Jetzt versuchen wir das mal. Also wir machen... So. Mhm. Ja, sollte eigentlich gehen. So. So. Echt da, wo Wege sind, ja. Hier werden sie sich aufhalten auf jeden Fall. Und dann setze ich einfach alle Kolonisten, die können, gleich auf Bauen. Als Hauptaufgabe. Und dann hoffen wir, dass das klappt. Also bisher habe ich nur erste Vergiftungsanzeichen. Ich weiß auch nicht, wie gut sich diese Vergiftung behandeln lässt. Keine Ahnung, wie problematisch die ist. So. War das alles Wichtige? Ins Gefängnis will aktuell niemand. Tierpflege gibt es nicht wirklich. Draußen gibt es nicht wirklich was zu tun. Jedenfalls nicht, bis der Niederschlag aufhört. Batterieraum, glaube ich nicht. Da oben muss kein Holz mehr gebracht werden. Ah, hier natürlich noch. Jetzt ist die Frage, ob jemand, der hier steht, eher durch die Türen gehen würde oder außenrum. Das müssen wir beobachten. Jetzt gucken wir erstmal, wie das insgesamt klappt. Okay. Und jetzt hier, wir machen Bauen. Für Brownie ganz klar zum Einsatzjob. Für Kitty ganz klar zum Einsatzjob. Für Mannes ganz klar zum Einsatzjob. Mehr Bauer haben wir gar nicht. 1 und 0. Mhm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Ich zeig's nochmal kurz mit den vier Vergiftungen. Erste Anzeichen. Bewusstsein minus 5 ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Was macht der denn? Ach klar, der tauscht hier. Warum wollte ich hier tauschen? Gott, es ist so lange her, dass ich RimWorld gespielt habe. Ich wollte hier irgendwas hinbauen. Nochmal kurz, was wir es nicht vergessen. Mechanikwerkband haben wir schon. War es eine Schmiede? Nee, haben wir auch schon. Nähtisch haben wir. Bildhauerbank. Was war's denn? Elektrischer Schmelzofen, oder? Raffinerie, was kann das? Ah ja, Kraftstoff, alles klar. Hightech-Labortisch haben wir auch schon. Hydrokulturbecken sind oben. Das war doch ein Schmiede-Schmelzofen, oder? Drogenlabor? Ich glaube, es war ein Schmelzofen. 170! Haben wir eh nicht genug. Ja, aber ich setze mal hin. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass hier zu voll wird? Ich glaube schon. Okay. Ja, okay. Das scheint ja nicht so kompliziert zu sein, Dächer zu bauen. Was machst du? Warum esst ihr denn bitte Schokolade im Stehen? Ihr habt... Okay. Ich verstehe. Die haben Bock auf Schokolade und die liegt hier. Das müssen wir ändern. Nahrung, Mahlzeiten, rohes Essen, Fleisch, vegetarisch. Oh, Schokolade. Nein. Hergestellt? Hm. Tierische Produkte. Ne? Ah, hier Schokolade. Nein. Don't wanna. Please put it here. Alles klar. Okay, scheint noch nicht so lang zu dauern mit dem Dach. Das ist natürlich ein Problem hier. Ich sehe aber echt keine andere Einflussmöglichkeit. So, jetzt zu checken, dass die wirklich unter den Dächern bleiben.
Sind es erstellte Dächer oder geplante Dächer? Sind die schon alle fertig? Scheint so. Wie wär's, wenn wir hier noch eins machen? Wenn alles so schnell geht. So. Ja. Ah, dieses Schräggelaufe, echt. Okay, dann könnt ihr euch ja wieder euren normalen Aufgaben widmen. Ach, shit. Und noch mehr Dächer. Gibt es eine Beschränkung dafür, wo man Dächer bauen kann? Also kann ich praktisch hier einfach mit in die Wildnis ohne, ich sag mal, Säulen außenrum Dächer bauen? Ich weiß es nicht genau. Ganz ehrlich. Aber aktuell ist mir das auch egal. Ich möchte nur, dass meine Kolonisten überleben. Machen wir noch so. Okay. Ja, Stahl einsammeln gehen wir nicht, solange es den Niederschlag gibt. Hat eigentlich niemand Jobs von euch zu tun, außer Schnee zu schippen oder was? Oh, ich habe noch den Tipp gekriegt von Tilas, vielen Dank dafür, dass es Sinn macht, ein Lager mit den Granaten neben den Mörser zu bauen. Das werde ich definitiv tun, sobald der Niederschlag vorbei ist. Ich glaube, ich versetze den Mörser nach hier. Und macht daneben ein kleines überdachtes Granatenlager. Tatsächlich, sonst müssen die immer irre weit laufen, um neue Granaten zu holen. So, kontrollieren wir nochmal. Erste Anzeichen, erste Anzeichen, erste versteckte Anzeichen, erste Anzeichen. Okay. Soweit, so gut. Ich glaube, wir können hier nochmal 10 leckere Mahlzeiten in Auftrag geben. Theoretisch noch genug Rohnahrung haben. Gucken wir mal. Oh, wir haben nicht wirklich viel Gemüse. Ja, tatsächlich, wir haben fast nur noch Fleisch. Ist okay. So, Kitinet. Alles klar. Ich setze das Bauen mal wieder auf Standard. War's so? Also diese Bergbau und Kunst, ne? Aber du hast schon einige Kunstobjekte gemacht, gell? Ja, die stehen auch alle hier schon rum. Jetzt ist die Frage, ob wir bei dem hohen Kunstwert vielleicht mal eine große Skulptur aus irgendwas cool machen. Haben wir irgendwas Cooles? Nee. Gold und so haben wir nicht genug. Silber will ich echt nicht ausgeben. Stahl ist schon dabei. Uran haben wir auch keins. Nee, Ich glaube, Kunst ist aktuell gut. Dann setzen wir mal die Forschung wieder ein, weil ich glaube, wir sind mit den Standardjobs ganz gut weitergekommen. So, Teppichherstellung, das ist für Innenräume. Passive Kühlung brauchen wir nicht. Teufelsgartenpilz, dann kann man den anbauen, gell? Nee. Was ist denn ein Löschraum? Ah, Löschschaum, alles klar. Fernseher, nee, sehe ich gerade auch nicht wirklich. Entwässerung, was macht das? Die feuchten Boden trockengelegt, nee, brauchen wir auch nicht. Schaltet den Mörser frei, was bedeutet das? Dass man ihn bauen kann, oder? Langstrecken-Mineralien-Scanner, wow, das klingt ja cool. Brauchen wir da sonst noch was? Nö, das will ich. Okay, die Herstellung hier, Helme und so läuft. Okay, die putzt. Haben wir hier auch kein Dach, gell? Nee, wann machen wir das noch? Irgendwie finde ich es aber auch komisch, wenn hier alles überdacht ist, echt. Aber jetzt erhalten sie sich doch hauptsächlich außerhalb von unüberdachten Flächen auf. Hier könnten wir jetzt weitermachen. Oh ja, da brauchen wir Strom. Vielleicht funktioniert es ja dann. Oh! Na, der kommt ja genau richtig. Es sieht so aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um deine Verteidigung zu umgehen. Okay.
Die kommen von hier. So, ja, jetzt wird die Ausrüstung ist dann besser. Der hat einen Granatgürtel dabei, das ist nicht gut. Repetiergewehr, Schrotflinte. Repetiergewehr. Was hast du? Ein Sturmgewehr. Oh, ja. Okay, das ist eine starke Gruppe. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die den Tunnel graben wollen. Das ist die Frage, ob wir den Mörser aktivieren oder nicht. Extract Shell, was ist denn drin? Brandgranate, okay. Ich denke, ich ignoriere jetzt den Niederschlag, muss ich wohl, weil ich muss hier jetzt wirklich aufpassen, dass das nicht schief geht. Sind die automatischen Gewehre alle an? Ja. Okay. Wie geht's dir eigentlich? Soweit gut, okay. Der Timberwolf hat genug Stress gemacht. Jetzt. Wo wollt ihr denn jetzt bitte einen Tunnel graben? Die kommen frontal auf mich zu. Wollen die doch hier durch? Hm. Heulsuse, wo gehst du hin? Entfernt Schutt. Nee, das ist jetzt wirklich, wirklich kein guter Zeitpunkt, Heulsuse. Wirklich nicht. Kitty war die Pazifistin, gell? Ja. Jetzt kriegt ihr Niederschlag ab, Leute, aber was soll ich machen? Lauft ihr trotzdem in die Fallen oder nicht? Na, verstehe. Okay, können wir jetzt erzwinge Angriff hierhin? Bleiben wir da stehen? Ja. Ziel zu nah, scheiße, ja. Hätte ich es mal weiter weggestellt. Ja, klar, das ist jetzt in diesem Kreis hier. Genau, das wurde mir auch per Kommentar erklärt. Dass das hier nicht die Reichweite oder so ist, sondern das ist der Bereich, in dem man nicht schießen kann. Das heißt, es macht wahrscheinlich echt Sinn, das Ding noch weiter nach hinten zu setzen. Vielleicht da oder so. Ich weiß nicht, ob dann irgendwas im Weg sein kann. Keine Ahnung. Finden wir noch raus. Mörser auf jeden Fall aktuell nicht einsetzbar. So. Jetzt ist die Frage. Lockenkopf mit seiner Schrotflinte. Ich denke, der steht hier gut. Brownie kann hier runter. Und ich hoffe... Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Unsere Verteidigung hält weiterhin relativ gut. Jetzt gibt es nur noch eine Falle. Ja, und das war's schon wieder, die fliehen. Ja. Das hat nur leider, glaube ich, wieder niemand überlebt. Doch der hier. Die hier. Pirate berüchtigten Wiesel. Gucken wir mal, was er so drauf hat. Medizin, geistige Arbeit, oh, könnte besser sein, kann schlechter, künstlerischen Feuerlöschen verweigert, Abstinenzler, Prothesen begeistert, psychisch sensibel, ist okay. Können wir noch jemanden in den Rücken schießen vielleicht? Brownie kann es probieren, aber durch den Schnee ist er verdammt langsam. Oh, da lebt nochmal jemand. Wow, wir wollen dich. Fernkampf 10. Verweigert physisch sozial Feuerlöschen. Okay, lahme Ente, sorgfältiger Schütze, unerschütterlich. Naja, also ich soll da überkrachen, aber ganz ehrlich, retten jetzt. Okay. Scheiß auf die. Brownie. Fang. Heulsuse. Fang. Mannes, deaktivieren. Glockenkopf auch. Ich hoffe, es mit dem Niederschlag funktioniert halbwegs. Wir sind weiterhin nur bei erste Anzeichen. Oh, die Heizung muss angemacht werden. Unbedingt. Sonst verrecken die uns gleich wieder an der Heizung. An der fehlenden. So, wer stirbt zuerst? 8,1 Stunden, 8,3 Stunden ist eigentlich egal. Dann kann Brownie Headfield behandeln. Ganz kurz gucken. Der ist sowieso schon auf solcher Medizin, ja. Und Heulsuse ist doch auch nicht so schlecht in Medizin. Doch, sie ist nicht so toll. War Kitty besser? Nee, wer kann denn noch? Egal, Heulsuse soll Freckles behandeln hier. Arzt erfolgt bereits. Okay, alles klar. Wie ist die Temperatur jetzt? 10 Grad. 13 Grad, ja, funktioniert. Okay.
Er will zusammenbrechen. Lockenkopf, warum eigentlich? Wurde beleidigt. Von wem denn? Von Mannes, okay. Meinetwegen. Na gut, sind krank. Ah, und jetzt hat er Leichen gesehen, okay. Okay. Also die Fallen sind alle unten, das heißt, wow, guck mal. Yes, Sturmgewehr, yes. Können das hier alles einsammeln, das war ein guter Fang. Oh, die Leichen, wir müssen gucken, ob die was Geiles anhaben. Ja, ist jetzt nicht so übel, das Zeug. Also ausziehen, es tut mir leid. Der hat noch eine Schrotflinte dabei. Ach nee, jetzt habe ich mich verklickt, entschuldigt bitte. Die verliehen ihre Waffen, ja. Ja, ich will den Toten da. Na egal. Nee, das ist nicht so toll. Leg ihn mal ab. Was hast du dabei? Ja, hier ist ein Buffalo Parker und so. Ja, auch ausziehen. Okay. So, jetzt schauen wir mal hier. Okay, sieht nicht so aus, als würde sie sterben. Ja, die Gefängnisstufen. Schwierigkeit ist 69, ist glaube ich nicht so hoch. Freundliches Gespräch. Was haben wir denn von freundlichem Gespräch, frage ich mich. Habe ich noch nie so richtig verstanden. Versuchen wir es mit Anwerben. Ja, wir brauchen so viele Leute wie möglich. Ist einfach so. 77, schon deutlich schwieriger hier. Gucken wir mal, ob die krank werden oder nicht. Hatfield liegt immer im Bett, das finde ich gut. Okay. Es ist weiterhin so, dass wir sehr, sehr wenig Probleme haben, Angriffe zurückzuschlagen. Ja, hier einsammeln, reparieren etc. möchte ich echt erst machen, wenn der Niederschlag vorbei ist. Soweit, so gut. Stromvorrat weiterhin. Gigantisch, also was machst du? Achso, du ziehst den da oben aus. Das hätte ich vielleicht auch später machen sollen. Wir sind weiterhin überall bei erste Anzeichen. Was ist Lockenkopf denn hier? Ja, alles klar, Brownie, was machst du? Du reparierst automatisch, ja. Wird schon schief gehen. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass das hier halbwegs repariert wird. Ah, das ist jetzt so kaputt, dass du es da runterbringst. Ich verstehe. Es hat ja immer noch keinen Strom. Warum? Ach, weil es immer noch nur geplant ist. Sieht so aus. Ach, weil wir keinen Stahl haben. Haben wir keinen Stahl? Ich glaube, wir haben keinen Stahl. 35, ne? Kann besser sein. Brownie, ganz ehrlich, kannst du das kurz mal priorisieren hier bitte? Alles bitte. Was machst du denn? Noch Stahl holen, ich verstehe. Okay, bisher nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Okay, ruh dich aus. Machen wir morgen weiter. Ach, die hat ihr Kind verloren wegen dem Angriff. Schon krass, was RimWorld alles simuliert. Okay. Keine Entzündung bisher. Wie sieht's bei Hatfield aus? Ja, einen Stich in die Leber hat er gekriegt. Und was denn? Ah, von der Falle natürlich. Oh ja, die brauchen unbedingt was zu essen. Mal gucken, wer sich um sie kümmert. Aufsehen ist das, gell? Mhm. Ah, die haben alle Zweierjobs vorher, sehe ich das richtig? Kunst, aber die läuft nicht. Handwerk läuft aktuell auch nicht.
Jagen auch nicht, also eigentlich sollten sie sich... Ja, tun sie auch schon. Sehr gut. Okay, ich kann nicht alle Wege voraussehen, die ihr nehmt. Wie geht's eigentlich den Tieren? Oh, scheiße. Ach, Leute. Ich dachte, ich könnte endlich mal meine erste Herde anzüchten. Und jetzt werden sie erst von Timberwölfen angefressen. So eine Scheiße. Kann man die behandeln? Kann man nicht behandeln, ne? Wenn ich die Tierzone einschränke vielleicht. Ist wahrscheinlich schon zu spät, aber es ist ein Versuch wert. Oh, hier. Tiergebiet. Arbeitsgebiet verkleinern. Tiergebiet. Yep. Nope. 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 Hier ist nichts, oder? Nee, das ist nur Schatten. Alles klar. So könnte es funktionieren. Zu fressen habt ihr genug. Ich wäre schon nicht da fressen, wo man... aber das wird ja nicht simuliert. Zumindest nicht, dass ich wüsste. In RimWorld. ...6% Chance, also irgendwann wird es funktionieren mit dem Anwerben, glaube ich. So. Jetzt gucken wir doch nochmal die Waffen an. Wo ist dieses Sturmgewehr? Bitte. Nein. Hier. Sturmgewehr. Brownie, was hast du? Eine schwere Maschinenpistole. Gute Reichweite, niedrige Durchschlagskraft, hohe Schussfrequenz. Müsste sich gut ausgleichen mit Brownies langsam schützen, oder wie das heißt. Nee, schießwütig, der ist noch schneller. Probieren wir es einfach aus. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich geil funktioniert. Und wie gut ist Lockenkopf inzwischen? Im Fernkampf immer noch auf 5. Dann geben wir dem jetzt... die schwere Maschinenpistole, die Brownie gleich dahin legt. Nein, nicht die, sondern die da bitte. Yep. Okay. Fühlt mich etwas besser. Nicht. Was machst du denn noch? Weiter reparieren. Oh, zwei einzelne Rentiere. Was macht die denn? Komm die zu uns rein, okay? Kann man schon machen. Aber dann müsst ihr halt damit klarkommen. Und damit. Ist ja doch eh voll vergiftet, oder? Ja, scheiße. Ist die Frage, ob das Fleisch nachher auch vergiftet ist. Ich weiß es nicht. Ach, der kommt da zum Fressen hin. I get it. Ja, Longkopf, du musst üben. Schwere Maschinenpistole ist vielleicht nicht ideal zum Jagen. Oh, 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 oh. Wow, jetzt sind viele Dinge gleichzeitig passiert. Warum bist du so unglücklich? Okay, einfach so. So, wir haben Hatfield rekrutiert. Einfach mal so innerhalb von Sekunden. Völlig cool. Wow. Bin begeistert. Hatten wir noch einen Schlafplatz frei? Ja, hatten wir. Nein? 4, 5, 6. Ja, hatten wir. Okay. 7. So kann es weitergehen. So, Hatfield. Sehr gut. Er hat sich gleich mal was angezogen. Wie geht's deinem Körper? Okay. Bist du vergiftet?
Nicht wirklich. So, was kannst du denn? Fernkampf 10 ist fantastisch. Bevor du was isst, holst du dir erstmal eine Waffe. Und was warst du? Sorgfältiger Schütze. Braucht noch länger, gell? Aber schießt dann ganz genau. Ist die Frage, ob der vielleicht eher das Sturmgewehr jetzt nehmen sollte. Jetzt warten wir mal kurz ab. Ruht sich aus, okay. Ja, jetzt hast du halt ein richtiges Bett, gell? Ah, nee, das... Ich brauche noch eine Behandlung. Nee, auch du kriegst nur solche Medizin. Es tut mir leid. Was war das? Achso, das war das andere Rentier. Langstreckenmineralien-Scanner. Schaltet Langstrecken, welche automatisch noch wertvolle Mineralien wie goldene Jade sucht. Durchschnittlich einmal alle 30 im Radio von 30 Kacheln aufgedeckt. Alle 30 Tage. Okay. Und wie baue ich den? Finden wir gleich raus. Elektrische Feuerbestattung, fasziniert. Jetzt machen wir aber die Mörser, auch wenn es lange dauert. Sonst kommen wir an der Stelle nie weiter. So, Longkopf, du warst jetzt viel draußen. Ist es schon schlimmer? Ja, ist schon eine leichte Vergiftung. Scheiße. Okay, keine Außenaufträge mehr, bis dieser dumme Niederschlag vorbei ist. Tja. Gut. Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Wurden die schon geschlachtet? Nee. Ist der Schlachtauftrag aktuell? Ja. Kurz gucken, ob das Fleisch, was da rauskommt, irgendwie vergiftet ist? Nö. Und das, die Rentiere haben sich scheinbar erholt. Das ist sehr gut. Nee. Da stand ja nicht gerade, die Geist hat sich erholt. Haben wir noch mehr Tiere, von denen ich nichts weiß? Nö. Dann ging es um eine andere Krankheit. Geist 2 Demenz. Hammermäßig. Okay. Faszinierend. Ist mir egal, wenn die Geist dement ist von der Vergiftung. Aber ganz ehrlich, wenn irgendeiner meiner Jungs und Mädels hier... Solche Symptome ist irgendwer auf stark, nee, gell? Okay, also noch kurz die Arbeitseinteilung. 4 unser 9. Hatfield. Wo können wir dich sonst sinnvoll einsetzen? Eigentlich nirgends. Glaub doch, du kannst tragen und so. Du kannst tragen und putzen, Junge. Das ist dein Job. Tragen, putzen. So machen wir es. Hatfield, ich finde es einen geilen Namen für den Typen, das lassen wir auf jeden Fall. Unser, er kann nicht Feuerwehr spielen, Patient kann er spielen, kann nicht pflegen, kann schlafen, ich bin stolz auf dich, kann schalten, kann Tierpflege, pff, erträglich gut, lassen wir es. Jagen, ja, von mir aus, wobei Lockenkopf sollte zuerst. Bauen 4. Sind alle deutlich besser. Nehmen wir es mal raus. Bergbau 4, aber immerhin Interesse. Nehmen wir ihn auch mal raus. Kunst 5. Kommt da echt nicht ran. Brauchen wir nicht so viel. Also Transport. 2, machen wir es andersrum. Machen wir so. 4, 4. Und 3, 3. Ja. Okay. Should be working. Ah, ich sehe mal jemand Billard spielen, das ist schön. Okay, also der Niederschlag hat deutlich weniger schlimme Konsequenzen, als ich dachte. Der läuft die Heizung jetzt eigentlich. Ja. Und hier... Anbausaison hat begonnen. Wunderbar. Wie lange dauert das? Können wir einstellen, was gebaut wird? Kartoffeln. Ah ja, jetzt am Anfang können wir das schon. Ja gut, ich finde Kartoffeln aktuell gut. Können wir mehr davon bauen? Theoretisch ja. Achso, hier würde schon gebaut werden, wenn wir genug hätten.
Okay. Muss reichen. Oh, eine Lampe können wir da noch hinbauen. Okay, und jetzt wollte ich noch herausfinden, wo dieser Scanner ist. Vielleicht bei Diverses? Orbitaler Funk. Ach stimmt, das gab es auch noch. Brauchen wir auch Stahl. Können wir dann rausverkaufen? Das hatte ich noch nie. Das wäre natürlich richtig geil. Bauen wir unbedingt. Und Langstreckenscanner 200 Stahl und 8 Bauteile. Und die Frage ist auch, in welchem Abstand waren es 30 Kacheln? Das ist halt nicht so viel, oder? 1, 2, 3. Nee, das ist nicht so viel. Vor allem nicht, was diese Berggebiete angeht, weil da sind bestimmt irgendwo welche. Ich kann mal hier in den Fluss reingucken. I don't know. Okay. Also auf jeden Fall viele neue interessante Dinge zum Ausprobieren. Und ich denke, das ist jetzt auch eine richtige Stelle für einen Schnitt. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, drückt bitte unten auf den Gefällt mir Knopf. Wenn nicht, auf den Gefällt mir nicht Knopf. Ihr helft mit eurer Rückmeldung sehr. Wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare zum Spiel geschehen habt, sagt doch mal Bescheid. Und gebt mir doch mal Rückmeldung, was ihr von der Regelmäßigkeit der Folgen alle 2 Tage aktuell für die laufenden Let's Play-Serien, was ihr davon haltet, ob das so für euch in Ordnung ist, ob ihr gerne mehr oder weniger Folgen hättet, fände ich cool, wenn ihr mir da genau Bescheid sagen würdet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt mir halt, macht's gut und ciao.